Schönen guten Morgen, ihr lieben trödeligen Menschen. Schön, dass ihr wieder mittrödelt. Und in der letzten Folge habe ich ja versprochen, mich zu erkundigen, wie das mit dem Motorrad funktioniert. Ja, und das machen wir jetzt. Das muss man nämlich, ja, hier drin verkaufen. Aber hier kommt man da nicht so irgendwie rein. Nee, ne? Nee, da müssen wir das wirklich da rausholen aus dem Lager. Da kommst du ja nicht drauf, dass man das hier drin verkauft, ne? So ein Fahrzeug, meine ich jetzt. Komm mal her. Nein, du kommst. Bitte, kommst du bitte mit? Nein. Jetzt ziert dich doch nicht so wie die Ziege am Strick. Da, zack. Und schon steht das gute Stück. Oh. Ist es nicht schön? Ist es nicht wunderschön? So, und ich hatte ja auch versprochen, dass wir mal schauen, was passiert, wenn wir nochmal an einen alten Ort zurückkehren. Und zwar, ich wäre wirklich bereit, nochmal zur Roten Scheune zu fahren. Weil ich glaube, das war in der ersten Folge, da hat man uns ja erklärt, da kann man immer noch Dinge finden. Und da machen wir das. Gib Gas, Junge, gib Gas. Vielleicht ist der Onkel auch wieder da. Ja. Dupidu. Lala. Ja, ich glaube, wir hatten ja auch sowieso was zum Buddeln noch, ne? Da ist er ja wieder. Mensch, Onkel, schön, dass du wieder da bist. Ja, lass mich doch erstmal hier gucken. Ja, noch ein bisschen umsehen, da hast du recht. Das machen wir jetzt. Denn ich habe ja die Schaufel. Da siehst du, schau dir das an. Und schon haben wir nämlich ein Rad gefunden. Gutes Rad ist teuer. So. Bong. Da gehen wir jetzt hier mal ganz gemütlich durch. Und hauen hier mal alles weg. Denn das konnten wir ja beim ersten Mal nicht machen. Deswegen machen wir das jetzt. Zack. Ja, das Zeug brauchen wir tatsächlich. Das geht nicht kaputt. Ist hier was Neues drin? Nö. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Hört ihr das? Warum ist eine Rolle Klopapier? Komme ich da irgendwie hoch? Vielleicht hier drüber. Da mal hin. Stell dich da mal hin. Na, und hopp. Und hopp. Und hopp. Jetzt. Ja, das ist ja ein Bauernhof-Feeling hier, oder? Ja. Oh, ist das schön am frühen Morgen, ne? Oh, ein Blick über die Landschaft und so richtig einen. Schön. Gibt es da noch was Interessantes? Nee, wir kloppen jetzt erstmal den Käse hier weg. Ah, da kommt aber nicht viel raus. Du. Oh, was ist denn das hier Süßes? Was ist das? Ein Ball. Genau, den müssen wir abholen lassen. Das ist ganz wichtig. Also Ball ist schon interessant für die kleinen Kinderlein, die in unseren Laden kommen. Oh, Gott sei Dank ist nie explodiert jetzt. So. Wir kloppen ja alles weg. Kennen wir gar nichts. So, hier haben wir alles. Gab es hier noch was zu buddeln irgendwo? Nee, ne? Du kommst auch mit. Was haben wir hier? Ein kleines Eimerchen. Na toll. Wunderbar. Wunderbar. Onkel, wie geht's dir? Was haben wir hier? Das ist eine Kabel. Das ist ja Glasfaser von der Telekom, glaube ich, ne? Puff und puff und puff. Gibt's hier nichts zu buddeln? Sag mal. Nichts zu... Hört ihr das? Hä? Sind doch irgendwo Bienchen. Oder Onkel, hast du was im Bauch? Na, keine Ahnung. So, ich wollte ja mal da... Nö, da gibt's nichts. Holz brauchen wir immer. Das sowieso. Das auch? Hier kommt man nicht durch, ne? Nee. Hier ist ja noch ein Huhn. Ach nee, was ist denn das? Ein kleines Täschchen. Ach, wie süß. Cool. Bom. Du. Ich klopf hier alles kurz und klein. Und es ist alles mein. Ach, schön.
Das ist doch was für Tante Emma. Und ihren Laden. Ja, kommt denn hier nichts raus? Da habe ich doch extra das Upgrade gekauft und jetzt kommt nichts raus. Mach mal auf hier, komm. Da kloppt man nämlich den Rest auch noch zusammen. Oh. Hat sich nicht viel verändert hier. Oh, genau. Als das Straßenbauamt mal kommt und was braucht. Uff. Jawohl. Eimerchen. Bisschen Holz. Ja, das konnte man ja beim ersten Mal gar nicht alles holen. Ja, erinnert euch grob. Zack, zack. Was noch cool wäre, wäre so ein automatisches Aufsammelsystem. Das wäre doch ganz cool. Oh, das Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh. Jetzt komm. Gibst du mir? Hast du schon? Nö. Jetzt. Bom. Da gehen wir natürlich nochmal da oben gucken. Vielleicht gibt es da ja was Tolles. Kuckuck. Eine Schubkarre. Die war doch beim ersten Mal nicht da. Das Bettchen kriege ich nicht mit. Nein, kriege ich nicht mit. Okay. Kuckuck. Hey. So, machen wir auf hier. Da hauen wir den ganzen Mist ja auch noch kurz und klein. Weil lieber kurz oder lang hauen wir hier alles kaputt. Da, 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 was haben wir denn hier? Schönes. Oh. Diese persönlichen Bilder, die scheinen wohl nicht zu laufen. Die kann man so gar nicht verkaufen. Naja, da war das doch heute nicht ganz umsonst hier. Da waren wir ja schon. Genau. Dubi, dubi, du. Gut, dann machen wir das noch alles weg hier und dann haben wir es durch, ne? Nö, hier ist ja noch was. Eine Matratze. Das ist auch komisch, ne? Diese riesen Matratze, die konnte ich ins Inventar aufnehmen. Und das andere nicht. Mhm. Schau mal einer an. Da sind wir schon durch, Onkel. Hack die Henne ein, wir hauen ab. So. Ja. 8 von 9. Aha. Kann ich hier wieder raus? Ja, 8 von 9. Was fehlt mir hier noch? Bei den... den einen Gegenstand? Hm? Waren wir hier etwa nicht gründlich genug? Habt ihr was gesehen? Was ist das? Ist hier noch was? Nö. Hm. Ich sag euch, ich glaube hier tatsächlich, hier ist noch irgendwo was zum Buddeln. Hm, da oben war doch nichts mehr, oder? Oder bin ich hier wieder durchgerauscht wie so ein Wahnsinniger? Da drüben vielleicht? Ab. Nein. Außer Schmutz nichts Nützliches. Hm. Und am Bettchen? Entschuldigung. Hm. Nee. Da muss ich euch leider enttäuschen. Hier ist nichts mehr. Vielleicht noch ein paar Kartoffeln oder so? Nee, ne? Hm. Naja, gut. Ist ja auch wurscht. Dieses eine Teil, oder muss ich hier die Schaufel dafür in die Hand nehmen? Nö, ne? Onkel, zeig mir, wo das ist. Aber ich könnte wetten, genau dafür ist dann dieses Huhn da, ne? Was man sich kaufen kann. Das lässt er einfach runter für 6000. Aber hat sich doch gelohnt. So, Onkel, rein in den Bock. Komm, Abflug. Tschüss. Du fährst. Dumm, die dumm, die dumm. Hm. Bim, 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 bim. Komm, fahr mal ein bisschen hin. Und Onkel, ausladen. Komm. Ja, ja, gib dir ein bisschen Mühe. Ich fütter dich ja auch durch hier. So. Gehen wir kurz pennen. Du, 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 du. Oh.
Ich träum von meinem Schwein. Ach nein. Schon wieder Dienstag, 7 Uhr. Ist das schön. So, gibt es hier was Neues drin? Und ihr wisst, wir machen alles zu Geld. Nun, wir machen hier alles zu Geld. Da ist auch nichts drin. So, diese komische Taschenuhr oder diese Flasche, die ich da habe. Wo mache ich die hin? Habt ihr da eine Idee? Weiß das irgendeiner? Ich weiß das nicht. Warte mal, hier mein Zeug brauche ich da auch nicht mehr. Ich wohne doch jetzt für immer hier. So, komm mit. Mülleimer brauchen wir auch nicht. Nehmen wir auch mit. Nö, ist alles gut. Ein schöner Halogen-Spot. So, ich würde sagen, wir machen eine Auktion, oder? Den alten Ramsch jetzt hier weg. Oh, hier sitzt der Onkel immer. Nee, das kann ich nicht wegmachen. Das geht nicht. Aber den Quatsch kriege ich weg. So, Motorrad steht noch. Und wir kümmern uns mal 2700. Ja, nützt ja nichts. Komm, machen wir. Zack, und los geht's. Wo müssen wir hin? Das hier? Tante Marys Haus. Da braucht man Dietrich dazu. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Eimer Benzin. Wo ist denn das? Am Arsch der Welt. Jawohl, gib ein bisschen Gas, Junge. Gib Gas. Wir müssen die Ersten sein. Jawohl. Ach, ist ja auch schön. Hm? Du bist nicht allein. Oh yeah, du bist nicht allein. Ja, ja, du bist nicht allein. Hi, hi. Tante Marys Miku besondere Veranstaltung. Ah. Ach, wie schön. Einbahnstraße? Hätte ich gar nicht gedacht. Guck mal, die haben sogar alles abgesperrt hier. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Ist klar, weil ne, das ist ja alles Geld. Es ist alles ein Haufen Geld, was hier rumliegt. Zeig mal her, hier, was hier noch was Schönes drin vielleicht. Ne. Schubidubi, du, babu, babu, babu. Na, was haben wir denn hier? Komm. Ihr seid bereit, ja? Mary, mein Mädchen. Wo rennst denn du schon wieder rum, Onkel? Da oben. Kommst du bitte da runter? Hey, sag mal. Könnt ihr mir mal helfen, den da oben runterzukriegen? Nicht. Bleib stehen. Nicht bewegen. Ich bin gleich bei dir. Warte. Warte, warte, warte. Ich muss nur kurz Sachen holen. Irgendwas. Oh, er schon wieder? Wir brauchen immer ein bisschen Geld. Oh. Ding, ding. Dubi, dubi, du. Also das ist dann das Objekt der Begierde hier. Ja, okay. Da können wir doch schon mal anfangen, oder? Das treibt den Preis runter. Wenn hier einfach Sachen fehlen. Hallo? Nichts drin, nichts dabei. Ich glaube, der steht ganz gut da oben. Ah, oh, Dosen. Jawohl, auch weg. Dubi, 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 dai. Oh. Ein bisschen Müll, ein bisschen Schnaps. Die Tageszeitung. Dosenpfand. Och, wie schön. Oh, was haben wir hier? Zigaretten. Hm. Das geht immer, das geht immer. Om, om. Oh, hier, das ist doch eine Goldgrube. Zack, 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 zack. Oh, ich habe schon wieder Schluck auf, Leute. Das an dem Hundegebell liegt. Ein sogenannter Stress-Schluck auf. Nein, noch was? Nö. So, Leute. 2677. Hm. Ich denke, da können wir anfangen. Bist du bereit? Liegt ja schon wieder Müll. Was ist denn hier los? Das könnte man den ganzen Tag machen, bis wir bei einer Million sind. Junge, Junge. Los geht's. Na klar, deswegen bin ich ja hier. Hallo, Leute.
Lala, lala, lala. Okay. So, wie ging das nochmal? Mit T. Komm, machen wir. Nein, ich mach das. Nein, ich. 700, mein Freund. 700. Nein, 1000. 1000. Ja, ja, jetzt fängt er schon an zu zweifeln. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, ich biete 1300. 1300. Sind das Gebot der Stunde, Freunde? Ja, heiße Phase, komm. Nein, ich biete 1900. Ding, 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 ding. Oh, ich habe nur 2600. Dankeschön. Alle wieder weg. Jetzt habe ich noch 142. Ist das nicht mies? Komm, da brauche ich noch ein bisschen Geld. Ist nützt alles nichts. Ich muss mindestens so viel Geld haben, dass wir einen großen Transport machen können. Missa? So, das ist es also. Ach Gott, wie schön. Ach, wie schön. Tante Marys Haus. Screenshot. Wunderschön. So. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Was haben wir denn hier uns ersteigert? Oh. Lämpchen. Junge, 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 Junge. Ja, da fangen wir mal an hier mit ein bisschen Aufräumen. Ey, es nützt ja nichts. Gehen wir schön Raum für Raum durch hier und schauen mal, was uns die Tante Mary alles hinterlassen hat. Oh, oh. Irgendwas mit Außerirdischen. Sehe es schon. So, die Ecke ist sauber. Okay. Jawohl. Oh. Local Woman claims the aliens. Schön. Morgen. Oh, Bier ist noch für da. Ah, das ist schön. Komm mal wieder zu. Hm. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Schade, die Spüle hätte ich schon gern mitgenommen. Das ist ja ein komischer. Oh. Eine Hundebox. Katzenbox. Oder irgendwie sowas. Jawohl. Das haben wir entsorgen lassen. Okay, da haben wir nichts mehr. Die Lampen kriege ich auch nicht mit. Dann gehen wir mal weiter hier. Aha. Ein Bad. Eine olle Tür. Da ist natürlich kein Holz rausgefallen, ist klar. So. Das kriege ich nicht mit. Warum kriege ich das nicht mit? Hey, schade. So, 193. Oh, da haben wir was zum Abholen. Das hauen wir so weg. Döschen, das Zeug. Das ist ja schade. Wo ist da aufsammeln? Wieso? Jetzt geht's doch. Jetzt geht's doch. Das war nicht richtig. Im Fokus wahrscheinlich. Im Fokus. Ja, die Badewanne hätte ich auch gern gehabt. Weil wir finden bestimmt Irre, die das kaufen. So. Döschen. Machen wir erstmal den Boden klar. Ja. Das ist das. Mhm. Europalette. Das ist eigentlich ein Haufen wert, ne? Ein Haufen Pfand. Da gehen wir später raus, auf jeden Fall. So. Ach, schön. Da hat einer eine Sonne rangemalt. Oh. AD. Okay, und jetzt? Ach, das war's schon. Das war jetzt gar nicht so schwer. Oh. Oh. Was sehen meine Trödleraugen da? Moment, ich komme gleich zu Ihnen. Ich hole nur noch eben hier den ganzen Krimskrams ab. Was haben wir hier drin? Das ist ein Döschen. Oh, nicht wegschieben. Nein, ich bin da noch dran. Okay. Da war jetzt nichts drin, ne? So. Oh. Ist das schön? Geht das auf? Nein. Nein. Oh, wie schick, oder?
Oh. Hallo? Eine Wandaufwertung. Ach, wie schön. Oh, toll. So, so toll. Kannst du nicht mal fotografieren, weil das Ding so groß ist? Scheunenfund. Toll. Komm, den nehmen wir mit. Ja, so. Weiter geht's. Zack. Oh, ein Staubsauger. Cool. Also langsam lohnt sich das ja hier. War da oben noch was? Nö. Meck, meck, meck. Nein. Da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Schade. Oh, was haben wir hier? Cool. Auf jeden Fall cool. Oh, schick. Das hat man ja schon mal, ne? Das brachte gar nicht so wenig. Müll, Müll, Müll. Auch schön. Zack. Rin gepackt. Schade, das kriege ich immer nicht mit. Ne? Das hätte ich gern. So, der ist safe. Der ist sozusagen safe. So, was haben wir hier? Du hast keinen Schlüssel. Den werden wir wahrscheinlich hier irgendwo finden, gehe ich von aus. Oh. So, dann lass uns mal da hoch. Das für eine Freiheitskämpferin. Ah, wir müssen gucken nach dem Schlüssel. Der wird ja hier wahrscheinlich irgendwo rumliegen. Dupi, 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 du. Da war wohl nichts drin. Ich glaube, die hat hier gewohnt, ne? Die verrückte Frau hier. Oder ist das eine... Nee, das ist doch keine Freiheitskämpferin. Ist das Tante Mary? Ja? Ist das unsere Tante Mary? Oh, schön. Das ist für unseren Onkel Bernie. Schaukelstuhl. Hör was. Love. Also es hat sehr viel mit Aliens hier zu tun, glaube ich. Oh, okay. Das ist wirklich nicht schwer, ne? Also einmal... Ich bin ja also nicht der Meister hier, der Meisterdieb, sondern es ist wirklich sehr einfach. American News. Mary. Who is the charismatic cult leader? Ach, das ist schön. Ah, die hat hier wahrscheinlich eine Sause gehabt. Hey, du kommst mit. Oh. Das ist doch ein PC-Teil, das brauchen wir doch. Die Maus brauchen wir auch. Gibt es hier noch Arbeitsspeicher dazu? Oh, auch schön. Kann ich leider nicht öffnen? Oh, ein Bauzi-Bild. Mach mal weg da. Da, 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 da. Geht das auch kaputt? Ja. Na, 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 na. Kuckuck. Nein, hier ist nichts drin. Na, auch nicht. Auch nicht. Leute, wo ist der Schlüssel? Ich hab doch... Oh, da ist er doch. Ah. Da haben wir hier oben alles, ne? Oder? Was ist denn das? Irgendwas ist passiert. Was ist denn hier passiert? Hä? Ist doch irgendwas aufgegangen. Ich bin doch nicht... Oder bin ich? Kann auch sein, ja. Kann auch sein, ja. Natürlich. Kann auch sein. Bin hier rüber. Hallo. Es ist doch mein Grundstück. Ich muss doch hier auch mal ein bisschen was machen können. Tada. Auch die nehmen wir mit. Oh. Oh. Eine alte Waffe. Ein Stuhl, den keiner will. Aha. Schauen wir uns mal hier um. Im Garten. Oh. Leute, das ist doch alles Geld. Das ist doch alles pures Geld. Könnt ihr doch nicht hier einfach... Tada. Und das da oben? Ein Wetterhahn oder was? So, gehen wir mal weiter gucken. Auch eine schöne Feuerstelle hier.
auch schön. Nehmen wir mit. Feuerholz, immer gut. Da wird uns nicht kalt im Winter. So, was haben wir hier? Auch so ein Quatsch. Ah, okay. Warte mal. Da habe ich doch eine Idee. Nein. Oh, was ist das? Kriegen wir das hin? Hm? So geht das. Boah. Oh, Schwede. Wo sind wir denn hier gelandet? Warte, ich muss mir erst mal ein bisschen Platz machen hier. Oh. Das nehmen wir mit. Hier sind doch die Leitungen, ne? Was bist denn du? So eine Anziehdings hier, na. Oh. Da ist es. Sehr cool. Ja, Prost. Prost, ihr Säcke. So, wir müssen mal gucken, was das mit diesem Schalter auf sich hatte. Hier kommen wir nicht raus, ne? Dubi, dubi, du. Das geht auch nicht weg. Das sind einfach nur ein paar Verkabelungen. Okay. War das? Hier war doch gerade eine Anzeige, oder war das? Ach, das von der Leiter. Okay. Dann wieder runter. Und hopp. Wir lassen das mal hier stehen. Man weiß ja nie. Dubi, dubi, du. Okay. Mit Aliens haben sie es ja hier. So, gibt es hier noch irgendwas? Was cool ist für uns? Hm? Das nehmen wir mit. Ja gut, da können wir die hier auch. Da kommt sogar Metallschrott raus. Aus dem Stein. Glaubt ihr das? Okay, hier geht es nicht durch. Na, das lassen wir mal stehen, vorsichtshalber. So, da oben stehen schon wieder 193 Takus drauf. Ist hier das, warum ist das so? Könnte ich da hoch? Ich glaube nicht, ne? Dann nehmen wir das so mit. Du kommst auch mit zu uns nach Hause. Oh. Oh. Doch irgendwo eine Schaufel. Hier wird alles umgegraben. Oh, schick. Sehr schick. Noch mehr? Noch mehr? Ja. Oh, hier ist, das ist, der Schmuck ist hier verbuddelt worden. Los, hier gibt es doch bestimmt noch was. Nimm mit. Nein? Ja. Was bist du? Ich nehme auch mit. Ach, das ist auch eine Abholung. Alle Gegenstände eingesammelt. Ich freue mich auch, mindestens genauso wie du. Ja, da haben wir's. Da oben kommen wir ja nicht ran, ne? Da gibt's auch, glaube ich, nichts. Nö. Nö, dann fahren wir nach Hause. Ach, wie cool. Und das Schätzelein gehört uns. Ich find's gut. Onkel, kommst du bitte da runter? Wir wollen los. Ja? Kommst du bitte? Oder willst du hier bleiben? In Erinnerungen schwelgen oder irgendwie so ein Quatsch? Gibt's hier noch was? Nö. So, Freunde. Ja, tschüss. Ja, ich habe übrigens gewonnen. Ja, da würde mir auch heiß werden, ne? Du bist immer... Ja, das holen wir uns später, das Haus. Kein Problem. Gut, Onkel, komm, wir wollen los. Hopp, hopp. Das hier. Gibt's nicht. Okay. Tschüss, mit uns. Schick.
Ja, das passt da drauf. Ja, ja, einfach schieben. Immer schön schieben. Ja. Sehr cool. Goldenes Klopapier. Ich hab's gewusst. Ich hab irgendwas gehört. Hm. Ist egal. Ist wurscht. Werden wir beim nächsten Mal finden. Wir werden das sowieso nochmal alles abgrasen müssen hier. Man hat ja gesehen, an der roten Scheune konnten wir ja auch noch einiges rausholen. So, Onkel, ich hoffe, du bist bereit. Hast einen Schnaps getrunken und dann mal rein das Zeug. Sehr schön. Und ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Damit könnt ihr schön den Kanal unterstützen. Und in der nächsten Folge... Das werden immer mehr Hühner hier. Nee. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal dieses Ding hier näher an. Ich find's toll. Also dann. Tschüss.